in den Landtag. Allerdings nur zu einer clubinternen Sitzung, zeitgleich mit dem Sonderlandtag. Ihre Plätze im Plenarsaal bleiben leer. Weil wir letztendlich der Meinung sind, dass der Kärntner Landtag hier nicht als Showbühne missbraucht werden darf. Wir sind der Meinung, dass der Landeshauptmann von Kärnten am Dienstag die Club-Obmänner und letztendlich auch die Parteiobmänner zu einem Gespräch einladen sollte. Bei diesem Gespräch sollte ein baldigst möglicher Wahltermin festgelegt werden, in dem auch klargelegt wird, unter welchen Rahmenbedingungen diese Wahl stattfinden soll. Somit ist Landtagspräsident Josef Lobnik der einzige Freiheitliche im Saal. Und das heißt, für einen Neuwahlbeschluss sind 5 Abgeordnete zu wenig anwesend. Ich habe eigentlich gehofft, dass heute der Beschluss zustande kommt, dass wir Kärntnerinnen und Kärntner endlich einmal wählen dürfen. Einmal werden Sie dabei sein müssen. Also man muss Geduld auch haben ein bisschen. Sie werden auch vielleicht dazulernen. Die Debatte der anderen Parteien hat somit zumindest heute nur Showcharakter, auch wenn mit SPÖ, ÖVP und Grünen mittlerweile die Mehrheit im Landtag für Neuwahlen ist. Wenn jemand sich durch Abstinenz im Landtag aus der politischen Verantwortung stiehlt und die Demokratie mit Füßen tritt, dann bleibt nur eines übrig: Neuwahlen in Kärnten, jetzt und sofort. Auch Verweise auf die zahlreichen Ermittlungen gegen Kärntner Politiker kommen zur Sprache. Und ich glaube, wir könnten jetzt fast ein bisschen lächerlich sein und sagen, wir müssen rasch zu Neuwahlen kommen, weil sonst ist die Staatsanwaltschaft schneller. Die Menschen müssen ja Vertrauen bekommen in den Rechtsstaat, in die Politik, dass sie nicht von allen beschissen werden, so leid es mir tut, dieses schreckliche Wort. Die ÖVP-Abgeordneten geben sich nach dem gestrigen Köpferollen bei Spitzenfunktionären heute betont freundlich lächelnd. Und sie folgen ihrem geschäftsführenden Parteichef Gabriel Obernosterer, der eine neuerliche Koalition mit der FBK nicht ausschließt. Natürlich sind wir auf der Parteilinie unseres geschäftsführenden Parteiobmannes. Schon am kommenden Dienstag gibt es die nächste Sonderlandtagssitzung. Und dann wird die FBK zumindest zeitweise mit dabei sein. Schließlich steht die Angelobung von Neo-Parteichef Kurt Scheuch zum Landeshauptmann-Stellvertreter an.